Leute, kennt ihr den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund? Wahrscheinlich schon so im Hinterkopf irgendwie, oder wenn ihr jetzt vor kurzem Böhmermann geguckt habt, dann auch recht frisch. Aber grundsätzlich hat man ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren nicht mehr so viel darüber geredet. Weil es war einfach nicht so wichtig, weil die haben sich ja jetzt nicht mehr irgendwie wo festgeklebt, so klimaaktivistenmäßig oder irgendwo Sachen gegengeworfen gegen unsere schönen Gemälde, also gegen das Glas davor. Nee, die haben halt ab dem Jahr 2000 mindestens 10 Menschen umgebracht. Als rechtsextreme Terrororganisation. Naja, das konnten die ab dem Jahr 2000 recht ungestört zunächst einmal machen, denn man ist davon ausgegangen, okay, wenn Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht werden, dann muss das ja irgendwas mit, weiß ich nicht, Kriminalität zu tun haben. Also ne, die waren selber kriminell, in kriminellen Kreisen, irgendwas mit Milieu oder sowas. Nazis haben wir in Deutschland ja nicht mehr. Zum Glück. Naja, irgendwann ist dann allerdings doch rausgekommen, okay, wir haben anscheinend doch noch Nazis. Überraschung. Und dann gab es halt Verurteilungen und so weiter, Ermittlungen, dies, das, jenes. Aber immer sind irgendwie ein bisschen Fragen geblieben. Beispielsweise, warum der hessische Verfassungsschutz, wo die Morde waren in Hessen, warum der hessische Verfassungsschutz das quasi nicht verhindert hat, aufgedeckt hat. Was war die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes? Weil es gibt auch recht viele so Beziehungen dazu. Deshalb hat dann der hessische Innenminister Boris Rhein von der CDU 2012 angeordnet, dass man doch mal bitte die Akten, die der hessische Verfassungsschutz hat, mal aufarbeiten soll. Daraus ist dann der NSU-Bericht oder die NSU-Akten entstanden, wo quasi dann mal bewertet wurde, hat der hessische Verfassungsschutz vielleicht ein klein bisschen was falsch gemacht. Was in den Akten wirklich drin stand, konnte man dann erstmal nicht erfahren, weil die Akten dann natürlich als geheim eingestuft wurden. 120 Jahre lang sollte das erstmal geheim bleiben, wurde dann später abgesetzt auf 30 Jahre. Aber veröffentlicht waren sie halt bisher immer noch nicht. Das wiederum hat natürlich für einiges an Kritik gesorgt, weil man denken könnte, okay, ist da wirklich so viel Aufklärungswille über die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes, wenn man so einen Bericht macht, den aber dann als geheim einstuft, weil in der Öffentlichkeit hätte man ja den Bericht auch einfach nicht machen müssen, weil man, also es ändert sich ja nichts. Immerhin war er aber einsehbar für das parlamentarische Kontrollgremium. Die allerdings durften natürlich auch nicht daraus zitieren, weil es wäre auch Geheimnisverrat. Nun allerdings hat vor kurzem das ZDF-Magazin Royal rund um Jan Böhmermann gemeinsam mit der Plattform Frag den Staat einfach mal das Ding rausgehauen. Sie haben irgendwo diese Akten her, haben sie abgetippt, quasi um keine digitalen Spuren mehr in dem Leak dann zu haben und haben das Ding einfach rausgehauen. Geleakt. Inhaltlich hat man jetzt wohl nicht so viel Neues erfahren, außer dass quasi der hessische Verfassungsschutz viel, viel an Daten immer sammelt, aber dann nichts damit macht. Also sammeln, 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 ermitteln, 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 aufschreiben und dann wieder von vorne. Keine Konsequenzen. Na gut, was man jetzt mit diesen Informationen machen soll und was der hessische oder generell auch der Bundesverfassungsschutz vielleicht besser machen könnte in Zukunft, das sollen andere Leute beurteilen. Ich finde jetzt mal ganz interessant, was es so für Reaktionen aus der Politik auf diese Leaks von unter anderem ja Jan Böhmermann gab. Beispielsweise nämlich von unserer Innenministerin Nancy Faeser. Diese wollte sich zum Inhalt dieser Akten, des Leaks, nicht äußern, kritisierte allerdings, dass durch die Veröffentlichung dieser geheimen Akten ja auch etwas über die Arbeitsweise der Behörden ans Licht kommen könnte und das würde die quasi in Zukunft an ihrer Arbeit behindern. Jetzt kann man sich fragen, okay, behindert das jetzt an der Arbeit, wenn man herausfindet, dass sie eigentlich nicht so viel machen, zu wenig machen? Es ist natürlich eine Gefahr, weil dann wissen ja Nazis, dass der Verfassungsschutz nicht so viel macht und dann denken die Nazis, sie können machen, was sie wollen. Dann könnten die theoretisch auf die Idee kommen, dass sie einfach mal so 10 Leute umbringen. Das wollen wir ja nicht. Nancy Faeser hat sich also eher so ein bisschen um den Verfassungsschutz an sich gesorgt. So, dann können die nicht mehr machen, was sie wollen. Andere Politiker allerdings gingen ein bisschen mehr in den Frontalangriff. Beispielsweise Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion in Hessen. Der nämlich sagte Folgendes. Zu einer gut funktionierenden Demokratie gehört natürlich auch eine gut arbeitende Presse. Diese sollte sich aber auch nicht über rechtsstaatliche Grundsätze hinwegsetzen. Über rechtsstaatliche Grundsätze hinwegsetzen. Haben Jan Böhmermann, das ZDF-Magazin, Royal und Frag den Staat, haben die sich über rechtsstaatliche Grundsätze hinweggesetzt? Das klingt ja fast so, als hätten die vielleicht eine Straftat begangen. Ich meine, es ist geheim. Die Dokumente waren geheim. Das darf man ja dann nicht veröffentlichen. Geheim ist geheim. Wer Geheimnisse verrät, ist ein Lügner, mit dem spiele ich nicht. Quasi. Ein noch schärferes Schwert der Kritik aus der Scheide gezogen hat dann niemand Geringeres als unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings nicht direkt, sondern über seinen Sprecher ließ er ausrichten, dass er quasi diese Veröffentlichung der Akten kritisiere. Denn es gäbe ja gute Gründe dafür, dass bestimmte Akten als geheim eingestuft seien. Und wenn man etwas entstufen wolle, ne, wenn es an die Öffentlichkeit kommen soll, dann gäbe es Regeln zur Entstufung. Und die Vorgehensweise von Jan Böhmermann und Frag den Staat bezeichnete der Sprecher von Olaf Scholz dann im Namen von Olaf Scholz als quasi Bruch dieser Regel. Die haben die Regeln gebrochen. Die Regeln der Entstufung solcher Dokumente. Gibt es. Und wenn du es einfach so entstufst, wenn du es einfach so veröffentlichst, dann brichst du diese Regel.
Vorausgesetzt, diese Regeln gelten überhaupt für dich. Denn der Verfassungsschutz selbst, der hessische Verfassungsschutz, hat jetzt auch schon Anzeige erstattet und es laufen Ermittlungen wegen Geheimnisverrat gegen Unbekannt. Fragt man sich, gegen Unbekannt? Wieso gegen Unbekannt? Wir wissen doch, wer diese Akten veröffentlicht hat. Böhmermann! Fragt den Staat. ZDF-Magazin Royal. Ja, das Ding ist aber, Geheimnisverrat, dieser Straftatbestand, der gilt nur für Menschen, die auch dazu verpflichtet sind, das Geheimnis zu bewahren. Und verpflichtet, Geheimnisse des Staates zu bewahren, sind, Überraschung, nur Leute, die irgendwie mit dem Staat zu tun haben, die für den Staat arbeiten. Böhmermann, fragt den Staat. Gut, fragt den Staat, klingt jetzt nach Staat. Ist aber nicht so, das ist Presse. Die haben nichts mit dem Staat zu tun. Die dürfen tatsächlich diese Dokumente veröffentlichen. Seit dem Cicero-Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht sogar fest, es dürfen noch nicht einmal die Presseräume, die Reaktionsräume irgendwie durchsucht werden, um Hinweise zu finden, wer denen vielleicht das Geheimnis verraten hätte aus dem Staat heraus. Noch nicht mal das gilt. Pressefreiheit. Grundgesetz. Die dürfen das also. Rechtsstaatliche Grundsätze sagen, Böhmermann fragt den Staat, die dürfen das veröffentlichen. Regeln, die gebrochen werden könnten, quasi, es gibt Regeln zur Endstufung. Die dürfen nicht gebrochen werden. Aber die können ja nicht gebrochen werden, wenn die für Böhmermann gar nicht gelten. Scholz, ist es nicht auch eine Regel, dass man vielleicht die Wahrheit sagt? Ich weiß ja nicht. Habe ich gerade vergessen. Scholz sagte übrigens auch, dass diese Bundesregierung sehr regelkonform arbeite und jeden Bruch dieser Regel natürlich nicht begeistert zur Kenntnis nehmen könnten. Na klar, jetzt kann Olaf Scholz nicht hingehen und sich hinstellen und sagen, ja, Böhmermann, finde ich nice, dass du das gemacht hast. Kann ich da auch mal reingucken? Kann er nicht machen. Er ist Teil des Staates und deshalb muss er das natürlich irgendwie kritisieren. Kann man ja auch machen. Also sagen, ey, das war aus gutem Grund geheim, finde ich nicht gut, hätte geheim bleiben sollen. Allerdings irgendwie, wenn auch nur unterschwellig, jetzt irgendwelchen Journalisten, Böhmermann, Journalist, fragt den Staat und so weiter, der Presse generell zu unterstellen, sie würden irgendwelche Regeln brechen, in dem Wissen, dass diese Regeln für die gar nicht gelten. Ich weiß nicht, gibt ja eigentlich auch die Regel, dass man vielleicht die Wahrheit sagen sollte. Zumindest bei mir, im Freundeskreis. Also wenn Olaf Scholz mein Freund wäre, mich anlügen würde, dann würde er die Regel brechen. Dann würde ich sagen, Olaf Scholz, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Und er würde wahrscheinlich sagen, weißt du was? Das ist nicht so wichtig.